Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Es wird ein Odin mal shoppen. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich werde euch das sagen, was ich alles geholt habe, was noch nicht da ist, in der Hoffnung, dass es vielleicht noch kommt. Und weil wir haben jetzt Donnerstag, dass ich vielleicht Freitag das Video bearbeite, dass es Sonntag online kommen kann. Also bearbeiten, hochladen und das alles. Dass es Sonntag für euch online kommt. Aber ich weiß halt, wie gesagt, noch nicht, ob alles kommt. Werden wir sehen. Ich werde euch auf jeden Fall alles erzählen. Das ist meine Tüte. Da sind meine alten Fire TVs drin gewesen. Ich habe nämlich Fire TV. Ich habe jetzt hier ein bisschen umgebaut. Ich habe jetzt den Fire TV erste Generation, also Box 1, bei meiner Tochter abgebaut. Die hat jetzt Fire TV dritte Generation dran. Habe auch alles resettet, neu gemacht, dass wieder ordentlich Speicher zur Verfügung steht und Kindersicherung auf 12 Jahre und das alles. Fire TV Box 1 ist jetzt im erste Generation ist jetzt im Schlafzimmer von meiner Frau dran. Und Fire TV, oh, da kommt Post. Wir könnten Glück haben, dass es gleich klingelt. Fire TV Box zweite Generation ist im Wohnzimmer dran. Warum im Schlafzimmer Box 1 und im Wohnzimmer Box 2? Bei der Box 1, ich habe auf beiden Boxen 1 und 1 TV, also dass man halt IPTV von 1 und 1. Komischerweise, meine Frau ist bei 1 und 1, da sagt er, ist nicht 1 und 1 Netz. Warum auch immer, das muss ich noch klären mit 1 und 1. Im Schlafzimmer kommt aber die Reichweite bis zu meiner Wohnung runter, weil mein Router ja im Flur steht, also das passt. Im Wohnzimmer hat sie ja sowieso meine Anker X erste Generation, eine Box davon dran. Die zweite Box habe ich im Schlafzimmer und im Wohnzimmer habe ich ja die neue Box dran, die Version 2, davon mal abgesehen. Hier ist was Schönes, hier ist was richtig Schönes drin. Ich habe mir T-Shirts bestellt, diesmal aber nicht von Spaß kostet. Dann habe ich Josie, die Große. Ja, Mausi. Josie! Die zockt schon wieder Fortnite. Wir haben nämlich ein Bikini gekauft. Ich kann euch so zusammengeknüllt zeigen, dass er schwarz ist. Mehr darf ich euch nicht zeigen. Oder darf ich den Bikini zeigen? Du hast gesagt nicht. Den hat Papa ausgesucht. Ja, aber ich fand ihn schön. Du wolltest ihn zurücklegen. Ja, aber wer hat ihn ausgesucht? Und was heißt das? Ich habe Geschmack. Ja. So, sie wollte halt jetzt kein Bikini mehr. Also sie wollte ein komplettes Ding. Und lass mal Kopfhörer ab. Post kann sein, dass die gleich klingelt. Nein, ich habe einen Ruf rein. Ja, und guck mal aufs Fenster, ob die kommen. So, das ist halt so ein Bikini, so ein komplett Dingsbums. Vorher hat sie halt Oberteil und Unterteil gehabt. Und jetzt wollte sie so ein komplett Dingsbums haben. Dann hatten sie noch ihn mit dem Rücken komplett offen und so. Fand ich nicht so schön. Und hier mit diesen Falten, die hier dran sind, finde ich ganz okay. Auch hier oben schön locker. Das ist dann halt so ein bisschen hier so drüber. Sieht man das, dass es hier so Falten schlägt, dass es hier so drunter und drüber ist? Das ist halt so gemacht. Ja, das sieht dann halt nicht zu eng, nicht zu weit aus. Ja, hat ihr gefallen, hat sie da auch anprobiert, war ganz okay. Und eigentlich waren wir da nur deswegen da, also wegen dem Badeanzug. Ja. Und meine Frau schmeißt auch immer mit Worten um sich, ich habe keine Ahnung, Tankini und alle, ach, da hat sie noch mehr Wörter gesagt, keine Ahnung. Sie hatte vorher halt ein Oberteil und ein Unterteil. Immer so ein breites Oberteil und dann einmal auch so wie so ein BH gemacht, so ein Oberteil und unten so extra Teil, aber nicht Tanga, sondern normal Schlüpper. Und das wollte sie jetzt nicht mehr, sie wollte jetzt unbedingt das. Aber wir haben auch bei Aldi heute für 4,99 noch eben, ich habe gesagt, ein Zweiter muss auf Reserve her. Also für den haben wir jetzt bezahlt, der kostet eigentlich 12 noch was, bei Taco haben wir den gekauft. Nee, 19 noch was, 19,99. Aber da haben sie jetzt gerade 30% auf alle Bademoden und 30% auf alles, was mit langen Ärmeln ist.
Und dann habe ich nochmal zugegriffen, weil ich von Taco, ich habe mich bei Taco bei diesem VIP-Programm angemeldet. Ich weiß nicht, wie das heißt, VIP noch irgendwas, dann kriegst du halt E-Mails mit Coupons und sowas alles. Und da habe ich jetzt nochmal zugegriffen, ich habe nämlich noch was für die Kleine geholt. Und für die Leute, die denken, ohne den Kurs so viel ein, ja, ich weiß, aber Klamotten müssen sein, habe ich nämlich jetzt erst letztens eine Nachricht gekriegt, ich weiß gar nicht, gerade jetzt nicht aus dem Kopf von wem, er kennt keinen YouTuber, der so viel einkauft wie ich. Also es ist nicht mal viel, ich mache halt nur über jeden Scheiß Videos. Weil ich die Sachen auch süß finde und vielleicht ist da für den einen oder anderen, weil ich weiß ja, Fokus hat Kind und Lars und Pia und so, vielleicht ist da ja für den einen oder anderen was mit bei, wo der sagt, oh, das sieht süß aus, dann flitzen wir mal schnell zu Taco. Zum Beispiel, ja. Und da haben wir jetzt hier so ein süßes Sommerkleidchen geholt. Hier mit Flamingos. Für 9 noch was. Und da war dann auch noch, ist dann noch diese weiße Hose mit dazu. Und auch unten mit Spitze. Ich habe dann aber weniger bezahlt, weil ich habe, wie gesagt, meine Gutscheine. Ich habe ja ein 30% Gutschein mit 30% und einen mit 25% eingelöst. Ich habe dann noch einen mit 25 und einen mit 20, weil... wo ist es? Hier. Bei dem jetzt zum Beispiel ist sowieso schon 30% drauf, weil das ist auch eine Kombi, also so ein Kleidchen. Ja? Auch so, das ist ein bisschen dicker, das Kleidchen. Also wenn jetzt früh ist zum Beispiel oder so. Und mit einem langen Pullover, aber ein dünner. Aber sieht auch sehr süß aus. Ja? Und der kostet 12,99 reduziert auf 9,99. Ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt schon die 30% abgezogen sind oder ob die noch auf die 9,99 oben drauf kommen. Das kann ich euch nicht sagen. Jedenfalls habe ich das dann auch noch gekauft. Und da ist sowieso 30% jetzt bei Taco auf alles, was mit lange Ärmel ist. Die haben auch schöne Pullover und T-Shirts und so, auch für Ältere, aber da passe ich nicht rein. Die haben maximal selten, aber eine in der XXL und größer haben sie nicht. Und dann, ach, das habe ich gesehen, das musste einfach sein. Mit Minnie Maus. Ja. Little One. Und dann hier auch wieder mit der Gardine unten dran. Finde ich voll süß. Ja, das war auch schon, was ich für die Kids gekauft habe. Für mich habe ich noch was gekauft. Ich warte jetzt gerade noch. Kann sein, dass ich euch noch zeigen kann. Bei eBay habe ich was geholt, weil der liebe Blue, den ich ganz herzlich hier grüßen will, der hat mir einen Link geschickt von einem T-Shirt, was wir uns bei Twitch im Livestream angeguckt hatten, bei Wish, zum Odin-T-Shirt. Mehr verrate ich noch nicht, werdet ihr gleich sehen. Da bin ich dann darauf aufmerksam und da hat der Blue mir das geschickt und dann habe ich noch andere T-Shirts gesehen, da hätte ich lieber gerne noch ins Meer gehabt, aber kohlemäßig ging nicht. Ich wollte auch nicht so viel ausgeben, aber die musste ich einfach haben. Und dann habe ich auch noch bei einer Auktion mitgemacht. Wir waren Wochenende im Wildpark, da habe ich denn die letzten Minuten mitgefiebert. Da habe ich, wie heißt denn dieses Horrorspiel? Man of Madden oder so. Da ist so eine Art Totenkopf an der Seite, so vorne drauf, also angedeuteter Totenkopf. Link packe ich euch in die Videobeschreibung. Den habe ich zugeschnappt jetzt, inklusive Versand für 11 Euro. Also da ist alles Spielversand, alles inklusive 11 Euro. Da musste ich einfach, hatte Glück, dass ich halt den Zuschlag gekriegt hatte. Und das war so ja unter meinem Maximalgebot noch. Das war eigentlich ganz gut. Und dann habe ich mir bestellt, weil mit Saints Row, mit den Trophäen ja ein bisschen scheiße läuft gerade, dass das irgendwie nicht kommt. Und Mafia wollen wir ja warten, bis die Bugs behoben worden sind. Habe ich mir als kleine Entschädigung für euch, für den Stream, habe ich mir doch, obwohl ich es nicht erst Ende des Monats holen wollte, habe ich Maneater doch jetzt schon geholt bei Gamesware.at. Darauf warte ich, dass das kommt, heute oder morgen. Ja. In der Hoffnung, dass es kommt. Heute oder morgen. Also ich hoffe, dass es heute kommt, weil dann können wir es heute Abend im Stream zocken. Also wie gesagt, Link packe ich euch ohne Videobeschreibung von meinem Stream. Ich bin eigentlich so gut wie jeden Tag auf Twitch jetzt online. So. Und wie gesagt, der liebe Blue hat mir
den Link geschickt und dadurch habe ich das. Ach, hier, guck mal. Hier ist ein Gummibär mit bei. Das ist auch von einem Anbieter, wo ich damals auch schon mal T-Shirts bestellt hatte. Mit dem Odin drauf, wo Odin, Odin Germany oder Germany, oder irgendwas Odin Germany oder so stand. In Germany hätten sie sparen können, aber so, so das Bild mit Odin sah geil aus. Wo Odin so in Yggdrasil und da, egal. Und da hatte ich dann halt gesagt, dass ich davon gerne einen Pullover haben möchte. Da haben sie mir auch als Pullover gemacht. Habe ich da angerufen nämlich. Und also erst E-Mail und dann Kontakt. Und dann habe ich denen halt auch meine 3-3-Ecke geschickt. Und dann bieten die seitdem ich das denen geschickt habe. Und gesagt habe, also als E-Mail habe ich denen das Bild geschickt, weil ich habe das seit um die 20 Jahren, mache ich das, wenn ich mir Sachen selber mache. Damals in Telto in habe ich Sachen drucken lassen, also Klamotten mir machen lassen mit meinem eigenen, mit was weiß ich, mit welchen Motiven oder mit Sprüchen. Und dann habe ich halt innen immer diese drei Dreiecke und dann die Runen außenrum. Und das machen die, seitdem ich denen das geschickt habe, auch als T-Shirt. Ich habe ja leider keine Rechte drauf angemeldet damals. Hätte ich mir mal patentieren lassen müssen, die Kombination. Aber egal. So. Hier ist auch noch Stoff drin. Nee, da ist noch. Da sind noch mal 2 Tüten Gummibärchen drin. So, da haben wir vorne hier. Nee, das ist doch. Doch, ist vorne. Vorne ist halt hier Odin drauf. Ich finde das Motiv so geil. Wartet, ich hole euch mal ein bisschen rum so. Ich finde das Motiv richtig geil. Oben die drei Dreiecke. Ich packe euch den Link auch in die Videobeschreibung. Finde ich richtig geil. Wenn jetzt hier noch richtig Wallknut wäre und nicht die, was aus einem besteht, ja, wäre natürlich noch geiler. Warum hier auf dem Schwert JTTJ steht? Nee, warte mal, für was steht Yggdrasil, die Rune Yggdrasil? Ist der Lebensbaum, ja, für was steht, ich weiß nicht, für was mit dem Buchstaben, müsste ich mal nachgucken. Dann hat er hier seinen Speer, der übrigens Gumnir heißt, hat er da unten 2 Totenköpfe, ja. Hat auch, was ich gut finde, die haben darauf geachtet, dass er wirklich nur ein Auge hat. Die Raben sind da, Hugin und Munin, die Wölfe sieht man nicht, Geruin, Friki, aber ihr seht, der hat halt nur ein Auge. Haben sie richtig gut gemacht. Ist auch ein Aufdruck. So ein bisschen rau sieht der, wirkt der. Also Siebdruck ist das jetzt, glaube ich, nicht. Ich hoffe, der hält was aus. Weil der teilweise so aussieht, als wenn der hier so ein bisschen abblättern könnte. Aber das Odin-T-Shirt, was ich damals von ihm hatte, das war aber, glaube ich, im Siebdruck, das hält. Also da, bis jetzt ist da alles noch dran. Na gut, die kannst du nicht mehr tragen, aber ich werde mal auch ranmachen, damit ihr das seht. So, seht ihr das? Dass das so ein bisschen rau ist? Das kann ich euch dann sagen, wie es wird. Ja, gut, hinten. Ja, das hätte jetzt noch nicht sein müssen. Da hätten wir auch ein schönes Bild hinten machen können. Aber Odin mit uns ist auch schon ja nicht mal so schlecht. Und da als I-Punkte auch die 3 Dreiecke. Und diese 3 Dreiecke hätte ich mir halt vorne oben gewünscht. Aber egal. So. Meckern auf hohem Niveau. So. Geht ihr. Was ist denn mit euch los? So. Ja, welche zeige ich euch dazu? Das zeige ich euch zuerst. Ach, hier ist die Rechnung noch drin. Ich habe Zeit pro T-Shirt. 15,19 €. Warum eigentlich 15,99 €? Kann ich euch sagen. Deswegen habe ich ja auch 3 bestellt, weil ab 3 gibt es Rabatt. Und dann habe ich halt die gesehen und habe gedacht, scheiße. Ich zeige euch erstmal das. Oh, hier ist schon wieder ein Gummibärchen mit bei. Ich mache mal erstmal so weit darunter. Ich mache erstmal so das Gesicht, dass ihr das sehen könnt. Ich denke mal, viele erkennen ihn. Ekel Alfred. Ich denke mal, kann man doch erkennen, oder? Ey, sieht so geil aus. Auch wieder so rau. Könnte doch Sieb sein, weil hier oben ist auch.
Na, ich bin mal gespannt. Und da ist dann auch ein Schriftzug drunter. Ja, die Schriftart, da kann man sich drüber streiten, aber damals haben sie halt auch noch in Altdeutsch geschrieben. Das kam halt alles erst viel später. Aber das soll ja halt an die 60er Jahre erinnern oder 50er Jahre, wo das war. Ja, Idol und Frauenschwarm. Finde ich geil. Idol, Frauenschwarm, Weltverbesserer. Ekel Alfred. Unten steht auch noch Ekel Alfred. Ja? Idol, Frauenschwarm, Weltverbesserer, Ekel Alfred. Ich finde das so geil. So. Und durch die ganze Sache mit Artikel 13 und was die SPD gemacht hat, das ist mir bei dem T-Shirt einfach nur ins Auge gestoßen. Habe ich hier schon wieder Gummibär? Da sind auch wieder Gummibären dabei. Oh Gott. Auch wieder zwei Gummibärtüten mit bei. Ist mir bei dem ins Auge geschossen. Aber der Stoff vom T-Shirt ist ziemlich dick. Na, mal gucken. Das wirkt auch so groß. Na, mal gucken, wie es aussieht, wenn es an ist. So. Ich zeige euch erstmal das Bild. Hinten ist kein Druck drauf. Da ist Alfred wieder. Und dann mit dem Spruch. Ah, ich übersetze mal. Diesmal steht Ekel Alfred halt unten drin. Zitat: Ekel Alfred. Der Sozi ist nicht grundsätzlich dumm. Er hat nur sehr viel Pech beim Nachdenken. Wenn ihr kennt das bestimmt, also die Serie heißt Ein Herz und eine Seele, schwarz-weiß, und dann gab es die auch in Farbe teilweise. Da sollte es eigentlich nochmal eine Neuauflage von geben, auch mit ihm. Wurde alles schon vorbereitet und so, und dann ist er leider gestorben. Ja, ich zeige es euch nochmal ganz. Davon werde ich auch noch Fotos machen, die werde ich mal bei Insta hochladen. Ah, die werde ich bei Insta mal teilen, ey. Also meine ganzen Gummibärchen für die Kleine wegpacken. Kann sie dann futtern. So. Ach, jetzt legt der Kater sich aufs T-Shirt. So. Ja, wie gesagt, das seht ihr dann. Jetzt fehlt halt nur noch die beiden Spiele. Maneater und Maneater und Men of, keine Ahnung. Ja, und dann halt von der Bestellung von vor ein paar Wochen bei Amazon fehlt nur der Strohhut und die Tasche. Und dann müsste eigentlich alles da sein. Dann sollte eigentlich nichts mehr fehlen. Dann müssen wir mal gucken. So, nichtsdestotrotz. Ich hoffe, hat euch gefreut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier hinten mal dranhängen will. Ich mache die trotzdem die Verabschiedung einfach mal so. Entweder geht es nach der Verabschiedung weiter oder ich schneide die Verabschiedung weg und hänge die hinten ran oder lösche die und mache eine neue. Keine Ahnung. Einen wunderschönen. Ich will noch schnell nachtragen. Die kam gestern noch, doch noch, aber die hat nicht geklingelt. Die Postfrau, die hat es im Briefkasten geschmissen. Und deswegen hänge ich das einfach noch hinten ran. Man of Madden. Habe ich hier geholt bei eBay für mit Versand insgesamt 11 Euro. Habe ich günstig einen Zuschlag gekriegt. Und das haben wir gestern ja schon im Stream gezockt. Maneater habe ich mit dem Tigerhai. Sieht auf jeden Fall erträglicher aus, als wenn der nur normaler Hai ist. Also am Anfang jedenfalls. Ich weiß nicht, also ich glaube, wir kriegen dann auch irgendwann andere Skins. Hoffe ich doch jedenfalls. Weil der Punkt, den gibt es ja. Also müssen wir mal gucken, wo es dahin geht. Die Bienen sind halt noch gekommen und das war's auch. Ich habe heute auch Ekel Alfred an. So, das war's jetzt. Ich werde jetzt das noch hinten ranpacken oder dazwischen packen oder keine Ahnung. Vielleicht, ich weiß noch nicht, oder ich mache hier kompletten Abschied und nehme den Darm weg oder so. Ich würde sagen, wir sehen uns. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Livestream oder hier auf YouTube bei den nächsten Videos. Kommen noch ein paar angezockt demnächst und so. Ich muss nur die machen. Und ein Beamer habe ich hier auch noch schon Videos gemacht. Die sind schon da, die werde ich heute noch planen und so. Also es kommt noch einiges.
Und wenn ihr live dabei sein wollt beim Stream, guckt bei Twitch vorbei. Odin-Ase, so wie mein PSN-Name ist, findet ihr mich bei Twitch. Link in der Videobeschreibung. Es kostet kein Geld. Twitch ist so wie YouTube. Ihr meldet euch ganz gratis, komplett gratis. Es kostet kein Geld. Meldet euch an und drückt aber bei mir auf Follow an. Dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ich live gehe. Ja. Ihr könnt zusätzlich noch Twitch Prime machen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Amazon Prime-Kunde seid, könnt ihr das mit Twitch verbinden und kriegt dadurch gratis DLC, Spiele und ach, Haufen Zeug. So, nichtsdestotrotz wartet jetzt. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Seid euer Odin.